Sie haben auch die neue ORF-Haushaltsabgabe angesprochen. Haben Sie die schon einbezahlt? Nein. Sie haben noch nicht bezahlt? Nein. Weil? Ich lasse mir Zeit. Ich versuche das jetzt einmal hinauszuzögern. Ich schaue es mir ja auch nicht an, das muss ich ja sagen. Ja. Und ich habe ja vor, mit den Österreichern eine Veränderung des politischen Systems insgesamt zustande zu bringen. Das heißt also auch eine andere Interpretation von dem, was öffentlich-rechtlich heißt, eine echte Entpolitisierung, eine Reduktion auf den Kernauftrag. Und nehmen wir den ORF als Bühne, sage ich einmal, für Möchtegern-Politiker, die allesamt eines verbindet, nämlich gegen die FPÖ zu sein, diese Bühne zu bieten. Das weiß doch jeder, der sich das anschaut. Und was glauben Sie, was ich da jeden Tag an Post bekomme, wo sich die Leute aufregen über diese politische Schlagseite, die es da im ORF gibt? Mit der Nichtbezahlung der Haushaltsabgabe verstoßen Sie aber gegen ein Bundesgesetz. Na ja, jetzt muss man mich zuerst einmal mahnen und dann werden wir mal schauen, wie wir da auch entsprechend diese Dinge beanspruchen. Und Sie wissen ja, dass einige schon versucht haben hier oder durchaus gerade versuchen, den VfGH in diesem Zusammenhang ins Spiel zu bringen. Und ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass diese Abgabe nicht verfassungskonform ist.